Und damit willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Wir sind immer noch an der Küste und haben gerade eben die erste gemeinsame Nacht verbracht. Klingt irgendwie schweinischer als es ist. Und werden uns jetzt ein bisschen in den Bauch von diesen Nautiloiden bewegen, wo wir am Anfang einen Kampf gegen drei solche kleinen Viecher hatten. Gut, was haben wir denn Schönes? Wir können dort hochspringen bestimmt. Aber erstmal möchte ich hier ein bisschen lang gehen. Flächen, du bist auf eine Oberfläche getreten, die gefährlich werden kann, wenn sie von Elementen wie Feuer oder Blitz beeinflusst wird. Die meisten solcher Oberflächen können mit Wasser weggewaschen werden. Die Oberfläche, die komisch ist, ist die Flüssigkeit. Okay, die hätten wir in Brand setzen können also. Wir finden hier ein Rapier. Viel Geld, Silbermedaillon. Das ist wirklich ein Adliger gewesen. So, also wir looten gerade sozusagen diese Gegend ein bisschen aus. Loten und looten, könnte man beides sagen. Ich muss aber mal gucken, ob man schon die Gegner sieht. Hier würde ich sagen, wir springen einfach mal hoch. Wenn wir den können. Nein. Wow. Das ist eine interessante Malung auf jeden Fall. Ach nee, das ist nicht Y ist springen. Deswegen dachte ich, warum geht denn das nicht? Ich habe werfen die ganze Zeit gedrückt. So, ist hier oben irgendwas? Guck, da drüben ist was. Nee, ach. Oh, wahrscheinlich gerade Lebenspunkt verlieren. Oder nämlich. Gedankenstunde hier, Trankgeschwindigkeit. Werde lethargisch danach. Lernknolle, ein Schaden. Sowieso ein Tank, den hätte man zerbrechen können, um da ranzukommen. Ach, man kann hier hochgehen. Nee, nee, ist schon okay, muss nicht mehr springen. Ja, zeig's mir. Stachliche Knolle. Okay, das sind wie die Granaten. In dem Fall. Ich habe jetzt schon so viele Tränke und die gute Dame hat kaum welche. Ich würde mal gerne. Wie kann man denn Tränke teilen? War es mit Alt? Teilen. Stapel teilen. Ich möchte drei haben, genau. Und die kriegt sie. Ich muss sehr früh hier Inventarmanagement betreiben. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell bei Divinity alles voll war. Man nimmt ja jeden Quark mit. Wenn man sich nicht sicher ist. Und irgendwann hat man einfach viel zu viel von allem. Okay, wir haben also potenziell zwei Wege. Wir haben dort nochmal einen Weg zum Strand. Den hier erkunden. Oder wir können tiefer in dieses etwas hineingehen. Ich würde erstmal kurz den Strand noch ringsrum gucken. Nicht, dass ich beim Flüchten vielleicht irgendwie was im Rücken habe. Würde er durch die Flächen eigentlich gehen, wenn man so Interesse habe? Nee. Okay, also wenn er die Möglichkeit des Ausweichens hat, ich habe ja gerade hinters Feuer geklickt, dann weicht er dem Feuer aus. Das ist erstmal gut zu wissen. Da ist irgendwas im Wasser, aber das ist einfach nur ein Boot. El Boto. Da haben wir Diebeswerkzeug und Fallensch. Oh Gott, ich habe noch keinen Dieb, der irgendwie hier vorsichtig alles. Okay. Wir speichern mal. Wir probieren das erste Mal. Ich weiß nicht, ob ich oder Sie eine Möglichkeit haben. Schloss knacken. Wir haben Diebeswerkzeug plus 1, Gehegeschalt plus 1, Bonus. Insgesamt plus 1 nur. Wie Bonus hinzufügen? Wie geht das? Göttliche. F Ach so. Durch sie könnte man sowas noch zufügen. Lassen wir mal. Wir nehmen Geschicklichkeit. Wir gucken mal. Das war knapp. Haben wir aber geschafft. Und wir haben es geöffnet. Aber, und das ist jetzt wahrscheinlich das Problem, wir haben damit ein so ein Werkzeug verbraucht. Schade. Und haben einen Helm bekommen.
Rettungswürfe, Geschicklichkeit plus 1. Na, perfekt. Na, ran damit. Ich muss zugeben, ich muss auch ein bisschen gucken, weil ich mache hier ganz viel Quick-Save, Quick-Load. Die Preisfrage ist so ein bisschen, wenn Sachen nicht klappen in Gesprächen, wie oft... Das ist echt mit Verzögerung zu sprechen. Wie oft will man da das nochmal probieren sozusagen? Oder sagt man sich, okay, wenn es einmal schief ging, ging es halt schief. Kann man in den Optionen ausstellen, nicht, dass mich das stark stört, aber kann man ausstellen, dass Helme angezeigt werden? Ja, manchmal nämlich schön rundenbasiert markiert. Nee. Nö, dann eben nicht. Beim Spiel konnte man nämlich immer, man hat einen Helm zwar da gehabt, aber es wurde zumindest nicht mehr angezeigt, einfach weil manchmal sieht ein Helm halt doch nicht so toll aus, wenn man den trägt. Ansonsten, dieses Spiel ist unheimlich viel erkunden. Das ist wirklich so, ergibt wie Divinity. Ich hatte dort ja noch einen Charakter gehabt, der noch ein bisschen die Umgebung absuchen konnte und der hatte überall irgendwelche Stellen gefunden, wo man graben konnte. Mit dem Ergebnis, dass du an jeder Stelle noch dreimal vorbeigelaufen bist, weil du dachtest, na, vielleicht da noch was Verborgenes zum Aufspüren. Hier könnte man runterspringen. Guckt mal an. Sehe ich doch von hier. I need some help übrigens. Hört man auch schon. Wir sehen hier. Warum sind wir hier runtergekommen? Nice view. Was? Hat den Wurf auf Neptun nicht geschafft. Da ist dieser Steinbrocken, ist wichtig. Können wir auf die Map da irgendwas setzen? Eigene Markierung? Wie macht man eigene Markierung? Steuerung vielleicht? Okay. Lass uns mal etwas probieren. Das war jetzt so ein paralleler Wurf gewesen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob der einfach nur ein Check ist. Aber ich denke mal, es wird wirklich ein Wurf gewesen. Gehen wir da nochmal hin und schauen mal, ob genau das gleiche schief geht. Wenn es schief geht, setzen wir uns eine Markierung dorthin, dass es ein interessanter Ort ist. Vielleicht müssen wir da später nochmal hin, um diesen Stein, was auch immer das genau ist, aufzuheben. Aber interessant, dieser Nautiloid. Ich möchte gerne wissen, wie Baldur's Gate, wie groß dann die Stadtkarte wird. Ich weiß noch aus dem ersten Teil, wie riesig diese Stadt war. Mit allen konnte man reden. Ist echt der Wahnsinn. Aber es macht das Spiel auch ein bisschen aus. Es ist einfach so ein bisschen absolut abstrus riesig. Genau, erhöhte Position zum Kämpfen ist immer gut. Das sollte man dann auch häufiger mal nutzen. Mich ärgert, dass ich die Tiergestalt jetzt schon ausprobiert habe. Die hätte ich im Kampf gerne mal testen wollen. Aber ich habe da echt so ein bisschen die Angst, wenn wir zu häufig dann rasten, kriegen wir die Lagervorräte irgendwann wirklich mal alle. So. Also irgendwo hier sind dieser Wurf getätigt. Wegen diesem Brocken. Näher. Deep grooves in the mud around that rock. Guck einer an. Abgewetzter Stein. Neben diesem Stein. So. Jetzt haben wir das entdeckt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal können wir den Stein angreifen. Das andere ist, vielleicht können wir auch sie nehmen, weil sie stärker ist. Vielleicht kann sie diesen Stein nehmen. So. Können wir den Ziel zu weit entfernt? Okay. Wartet mal. Können wir es ihn vielleicht? Okay, er muss zur Seite gehen. Sie muss das machen, wenn schon. Sie geht ran. Kannst du bitte ein bisschen näher rangehen, Fräulein? Danke. Wie Ziel ist zu weit entfernt? Hier. Da ist doch irgendwas drunter. Da. Eine Ziertruhe. Und siehe da, wir kriegen Geschwindigkeitstrank, Gold, Karte des Hafners, Rubin,
Malachit Notizbuch. Und das hätten wir nicht entdeckt, hätten wir nicht diesen Wurf geschafft. So, wir gucken das Notizbuch an. Eine zerflatterte Sammlung von Berichten, die mit einem Mond- und Harfesiegel zusammengehalten werden. Mehrfach werden frevelhafte Aktivitäten der senonitischen Sekte forterwähnt. Und dann gucken wir die Karte an. Diese fleckige, abgegriffene Karte ist durch zahllose Hände gewandert. Eine kleine Harfe kennzeichnet einen Bereich mit dem Namen Türme des Mondaufgangs. Eine kleine Mondsichel ist in den nahen Wald gezeichnet. Darunter steht in einer Schrift jüngeren Datums geschrieben, Beute versteckt. Das heißt also, dort werden wir etwas entdecken, wenn wir uns näher umgucken. Schön. Und ihr seht, schon hat sich dieser kleine Ausflug gelohnt. Kommt man hier eigentlich hoch? Nee. Ich muss wirklich springen. Okay, das Springen ist wirklich eine interessante Ergänzung. So, sehe ich hier hinten Gegner? Nee. Dann will ich nur als letztes gucken. Ist es ja noch so ein... Aber es ist auch zerbrochen. Schau an. Und ich glaube, das wird unser nächster junger Freund werden, doch bestimmt hier. Vermute ich mal. Den werden wir uns aber gleich mal widmen. So, please help me. Wir speichern, bevor wir mit ihm reden, weil wer weiß. Wie sieht er denn aus? Könnte Dieb sein, ne? Harry, I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Dieser Blick von uns, guck mich an, mit diesem Helm, was würdest du schon sagen? Kein Problem, zurücktreten, töte es selber. Hä? There. Can you see it? Wahrnehmung nicht geschafft. Was ist mein Schattenherz? Not if you want to keep that darling neck of yours. And you, keep your distance. No need for this to get messy. I need him alive. Stow that blade, or I'll show you just how messy things can get. Promises, promises. But I have other business, I'm afraid. Now, I saw you on the ship. Didn't I? Not? Nahkampfangriff? Nein. Splendid. And now you're going to tell me exactly what you and those tentacle freaks did to me. Irrt euch, mich haben sie ebenso gefangen wie euch. Don't lie to me. I... Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Ist der Wurm der Gedanken schöner Geschicklichkeit, dich losreißen, bislang abgelenkt ist. Wir machen Geschicklichkeitstest gegen einen Dieb. Vergiss es. You're not one of them. They took you. Just the same as me. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Apologies. Entschuldigung angenommen, ich hätte an eurer Stelle vielleicht dasselbe getan. A kindred spirit. My Schattenherz. Name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Baldoria, dich vorstellen, du bist als... Hä, ich bin doch kein Baldoria, oder? Ich bin Waldelf, das ist Elf. Is that so? We clearly move in different circles.
Oh, wie knirrig. So, do you know anything about these worms? Ja, leider, sie machen uns zu Gedanken schön dann. Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. What else did I expect? Although, it hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Kontrollieren, loswerden müssen wir sie. Ihr solltet mit mir reisen. Gemeinsam haben wir eine bessere Chance. Und ich muss los. Well, yes, of course. But first things first. You know, I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Lead on. Bleicher Vampir. Haben wir damit Gruppenaufteilung? Wird links. Okay. Haben wir damit vielleicht einen Vampir-Elf bekommen? Merkwürdigen Elfen getroffen, der ebenfalls mit einem Parasiten infiziert war. Zunächst war er feindselig, doch als er erfuhr, dass wir auch infiziert sind, schloss er sich uns an. So, wir haben Schattenherz-Akolyt. Scharlatan. Genau, so. Wir müssen noch einen Stufenaufstieg machen. Und zwar der Astarion. Der hat einen Dolch. Haben wir... Warte mal, wie waren das alle Anzeigen? Das jetzt wieder ab, oder? Perfekt. Haben wir irgendwie ein Schwert für ihn? Krummsäbel? Ne. Rapier wäre eigentlich bestimmt eine gute Sache. Ich weiß ob im ersten sein nicht... Ich gebe ihm mal ihm auf jeden Fall. Kann er damit noch seine Fähigkeiten machen. Hinterkältiger Angriff. Landkampf, Nahkampf. Okay, und sonst Zauber hat er auch Feuerpfeil. So, dann steigen wir mit ihm mal eine Stufe auf. Unser kleiner Dieb, der uns erst an die Gurgel wollte. So einer ist er also. Schurke. Gesundheit, 7. Aktion, raffinierte Aktion, verstecken. Versteck dich durch erfolgreiche Heimlichswürfe vor Gegnern. Bleib im Dunkeln, vermeide gegnerische Sichtlinien. Wurt und Rückzug. Okay, dann ist das so. Wir haben also... Hatte ich nicht noch eine Lederrüstung gehabt? Ich habe gerade eine gepolsterte Rüstung. Mir ist sogar besser. Schlüsselbohnen, Alchemie, Reissack. Okay. So, wir haben den. Ich freue mich über jeden neuen, den wir in der Gruppe haben. Aber vielleicht können wir mit ihm nochmal reden. Yes. Yes. Erzählt mir etwas über euch. Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. Oh, what's to tell? I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Okay, also er erzählt nicht viel von sich. Haben wir jetzt bei langer Rast nochmal gucken, haben wir jetzt 60, die wir brauchen? Ne, 40. Also es bleibt dabei, dass wir 40 pro kleine Lagerung brauchen. Also kleine Rast. Während wir... 40 brauchen, also nicht 20 pro Person oder irgend so ein Quark. Das war so ein bisschen meine Befürchtung. So, wir gucken mal. Da vorne sehe ich doch bestimmt irgendwas rumgeistern. Guckt mal, wir haben uns jetzt hier... Okay, lasst uns doch mal hier lang gehen. Da können wir vielleicht das schließen. Ich mag es immer, Kreise zu schließen. Haben wir zumindest mehrere... So. Ist hier irgendwas? Da vorne sehe ich was Portalisches. Und ich höre irgendwas gerade. Ich habe gerade irgendein Geräusch gehört.
Na gut, gehen wir mal langsam vorwärts. Tor der Gedankenschinder. Das sind echt diese Knollen, werden die Granaten sein. Das ist der Weg, den wir vor uns hatten. Das heißt, wir haben jetzt diesen Part erledigt. Dort vorne ist da irgendwas. Seht ihr das? There may be even more that survived the crash. Fußspuren? Wo hast du Fußspuren gesehen? Ich würde auch keine welche sehen, aber. Gut. Dead goblins over there. Worth checking for supplies, maybe. Wo sind Goblins? Leute. Wo? Da? Ach, tote Goblins, ja. Vorratspaket, Goblinbogen, Heiltrank. Goblin Krummsäbel. Und Knochen. Wir sollten auch dem Dieb eine Fernkampfwaffe geben. Wir haben gerade. An Tab gewöhnen. Wir haben diesen Goblinbogen 4 bis 9. Damit auch 4 bis 9 hat der Goblinbogen irgendwas Vorteil. 1d6. Und macht sonst nichts, nö. Hier. Nee, okay. So, damit kommen wir wieder ins Schiff rein. So ein bisschen. Wir könnten mal in die Richtung gehen. Ich würde aber trotzdem gerne. Also erstmal würde ich gerne mal regulär speichern. Irgendwie kann man es noch ergänzen. Okay, dann die Tour. Und dann würde ich mal ganz kurz probieren, was ist denn. Ist das ein Portal? Approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Das sieht gefährlich aus. Wir berühren es. Was soll schon passieren? Fort. A hand? Anyone? Hm? A hand? Oh, guck an. Wir können Brüder ein Gebet durchführen. Sehr gut, das sind doch Würfel, die ich sehen möchte. Zur Beruhigung. Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. Gale of Waterdeep. Apologies. Usually better at this. Entschuldigung, alles in Ordnung? A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. Then I can only assume you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the die okulare Penetration, ja. No use sugarcoating it, is there? The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as seramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon, uncannily adroit with a knitting needle. Ja, deine coole Stimme.
Wir haben Kleriker dabei. You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt. But I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Druide, ich kann schlichte Krankheiten und Verletzungen behandeln, aber unbekannte Parasiten übersteigen meine Künste. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Helping hand once more, das ist schön, weil wir haben ja schon eine Hand gereicht. Klingt gut. Schließt euch an. Most excellent. A parasite shared is a parasite halved. Or something to that effect. Oh, but before you think you're about to embark on a journey with most ill-mannered a man, thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present themselves for me to return the favor. Okay, damit haben wir Gale bekommen, einen Magier. Der kann schon was. Arkane Erholung. Zauberplatzrednerin außerhalb von Kämpfen. Feuerpfeil, Donnerwoge, Hexenpfeil, alte Schwerter schlafen, Magierhand, Kältestrahl. Alles mögliche an Magie. Dann lasst uns doch den mal... Achso, was hatten wir im Inventar? Bluten, bis sie bluten. Da, alles klar. Ach hier, guckt mal an, Zustimmung. Ist schon leicht gestiegen. So, dann würde ich sagen, wir lassen ihn nochmal aufsteigen. Wir haben jetzt schon 3 wieder gefunden. Ich glaube von 6. 6 waren es ja. Gewesen. Guck mal, wo wir den Rest noch entdecken. Marke Stufe 2. Wir sehen, ob wir raus. Oh Gott, nochmal langsam. Hervorrufung. Der Beschwörer nehme ich an. Gesundheit. Unterklasse, Zauberform, Gelehrter der Hervorrufung. Okay, jetzt lass mich das mal ganz kurz gucken. Hervorrufung. Was ist Hervorrufung? Hervorrufungszauber kanalisieren Elementarenergie in mächtige Angriffe und Zauberungen. Wer es darauf spezifiziert, ist das Hervorruf bekannt. Nekromantie, Beschwörung. Wollen wir den Beschwörermann vielleicht nehmen? Ach, Verzauberung klingt natürlich auch ganz geil. Beschwörer in mehr ein. Viel mehr zu haben, ist eigentlich gar nicht so übel. Verwandlung. Omenwürfel. Illusion. Zauber ist natürlich nicht schlecht. Die Frage ist mir jetzt nur gerade Unterklasse. Wie oft kann ich das extra ändern? Weiß ich gerade wirklich nicht. Aber Beschwörung klingt natürlich auch nicht schlecht, einfach eine Kreatur mehr zu haben. Manipulation von Gegenständen. Ach, können wir machen, Beschwörer. Dann haben wir 2 Zauber. Was haben wir denn? Strahlübelkeit. Maisgeschoss ist immer gut. Versetzt eine Kreatur liegend. Halt temporär, Federfall. Fallschadenimmunität, Schild.
Feuerschaden der Nähe. Das ist vielleicht auch nicht so das Tollste. Chromatische Kugel, das klingt nach viel Spaß. Sprungverpassung klingt auch nicht schlecht. Ja, wir sollten uns erstmal jetzt darauf konzentrieren, dass wir ein bisschen abenteuertechnisch unterwegs sind. Besser. Okay. Ich würde mich gerne mal oben hinsetzen. Sagte er und... Ach, guck an, das ist wohl der nächste Wegpunkt. Klippen am Straßenrand. Guck an. Das hier ist nicht begehbar. So, dann lasst uns doch mal wenigstens 2 Schritte gehen, bevor die Folge beenden lassen. Da unten habe ich doch gerade irgendwas gesehen. Da ist irgendwas Schurkenartiges. Schurkenmorschel. Hier geht's runter. Seht ihr das? Hier könnte man runterkommen. Würde hier lang gehen. Dann lass uns doch mal hier runter springen. Auf jeden Fall ein Kraut. Hä? Hab ich den nicht gelootet? Nee, nicht angreifen. Ich wollte ihn markieren. Und schon haben wir eine geheime Truhe entdeckt. Genau, das ist halt das echt schön an dem Spiel. So. Wir haben natürlich jetzt leider nicht den Fallschaden ist gemacht, aber wir könnten uns doch theoretisch jetzt schnell hier importen, richtig? Okay. Und damit haben wir auch die Möglichkeit, den noch zu looten. Wir kommen noch Deutsch. Alles klar. Also und damit gehen wir da hoch. Das gehen wir beim ersten Mal deutlich schneller. Und können jetzt also das Ostgebiet anschauen und können jetzt das Westgebiet weiter anschauen. Der versteckte Vorrat ist sogar markiert worden. Sehr gut. Also, wir haben Marke von Tiefwasser. Ein Marke namens Gale hat sich der Gruppe angeschlossen. Er behauptet, dass er für Nautiloiden gewesen sei, was bedeutet, dass er ebenfalls infiziert ist. Lustigerweise, er behauptet es. Ob das nun so wirklich ist, werden wir feststellen. Aber all das dann beim nächsten Mal. Euer Landetor. Tschüss.